So, Hälfte des Weges ist geschafft für heute. Kurzer Zwischenstopp, wir machen uns was zu essen, denn wir haben uns für den Notfall Armeefutter mitgenommen. Wir machen uns jetzt erstmal ein wenig Wasser in diese Tüte rein. Das bewirkt, dass dieser Beutel heiß wird und wir unser Essen warm kriegen, unser Tütenessen. So. Das fängt gleich an zu kochen. In der Zeit machen wir uns Fleischbällchen und Kartoffelpüree heiß. Wie das kocht, seht ihr hier. Und ja, ich sag mal so, 10 Minuten, dann können wir was essen. So, das Essen ist fertig. Jetzt schneiden wir es fix auf. Machen unser Kartoffelpüree da rein. Naja gut, lecker ist was anderes, aber es muss heute reichen. Duften tut es nicht schlecht. Und jetzt natürlich das Highlight, auf was ich gespannt bin. Die Fleischklopse. Rote Soße, Bolognese, mal sehen. So sieht's aus. Was würde Rach sagen? Ich bin gespannt. Naja, für einen Survival-Trip reicht's. So, gegessen haben wir. Jetzt geht's zu unserem nächsten Stopp hin. Ungefähr nur 1-2 Stunden, würde ich sagen, werden wir gehen. Und wie der aussieht, werden wir euch natürlich gleich präsentieren. Aber bevor ich die ganze Zeit hier nur quatsche, möchte ich euch jemanden vorstellen. Nämlich den Mann hinter der Kamera. Moin. Ja, gegessen haben wir. Basti hat alles gesagt. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ciao.